Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ion. In der letzten Folge waren wir ja kurz in Wertheron unterwegs und wir waren bei dem Reliktfeld zugange. Da habe ich soweit auch die versprochenen Quests fertig gemacht. Die geben wir später auch noch gemeinsam ab, aber ich bin jetzt erstmal hier zurück in die Festung von Eltern gelaufen, denn hier haben wir auch noch einige Quests abzugeben. Hier zum Beispiel bei Valerius. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Nachricht für einen Spion. Ah, Evane. Gut, dass ihr angekommen seid. Habt ihr auch darauf geachtet, dass euch niemand gefolgt ist? Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Ah, da werden wir bestimmt nach Asmodee geschickt, oder? Ah, nee, in den Abyss anscheinend. Na, mal sehen. Wir Elios befinden uns in einem erbitterten Krieg. Wir kämpfen im Abyss sowohl gegen die Balaur als auch gegen die Asmodia. In der Vergangenheit bestand unsere Strategie ganz einfach darin, unsere besten Devas ins Gefecht zu schicken. Aber das hat nur zu einer Pattsituation geführt. Wir brauchen neue Strategien. Was für Strategien? Wir fragen das. Wir müssen Täuschungsmanöver einsetzen. Darin waren uns die Asmodia immer einen Schritt voraus. Aber wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben Spione nach Asmodee entsandt, um ihre Sprache zu lernen, dort zu arbeiten und Informationen zu sammeln. Wir schicken regelmäßig Geld und neue Befehle, um sie zu unterstützen. Aber es ist nicht einfach, unerkannt feindliches Gebiet zu infiltrieren. Ganz zu schweigen davon, es wieder lebend zu verlassen. Ja, nach Asmodee werden wir da auch geschickt. In Morheim, in Asmodee, gibt es einen Ort, den man Patamor Höhenfahrt nennt. In einem alten Haus in der Nähe des Pfades befindet sich eine Spionin namens Medea, die sich als Kräutersammlerin ausgibt. Ich habe ein Paket für euch, das ihr an sie überbringen sollt. Die Mission ist sehr gefährlich, aber sie ist auch sehr wichtig. Wie kann ich helfen? Oder klingt nach einem Himmelfahrtskommando nein, danke? Na, wir fragen natürlich, wie wir helfen können. Wart ihr denn noch nicht in Asmodee? Nee, noch nicht. Wenn ihr durch den Riss reist, kommt ihr ganz leicht dorthin. Das ist auch sicherer, weil ihr nicht durch den Abyss müsst. Natürlich müsst ihr warten, bis sich ein Riss öffnet. Der nächste Riss ist der gleich hinter der Festung. Außerdem gibt es einen in der Iron-Wüste. Sobald ihr euren Auftrag in Asmodee ausgeführt habt, benutzt euren Rückkehrzauber. Es gibt keinen anderen Weg, um nach Elysea zurückzukommen. Ich werde euch nicht enttäuschen, sagen wir. Kurz mal überlegen. Wir haben ja noch andere Quests, die uns nach Asmodee führen. Die habe ich noch nicht mal damals mit meinem, ja, mittlerweile kann ich es noch nicht mal mehr Hauptcharakter nennen, gemacht, weil ich die schon so lange nicht mehr gespielt habe. Aber ich denke, das werden wir dann alles gemeinsam machen. Muss mal schauen, wann wir das dann machen. In dieser Folge möchte ich, wie gesagt, hier erstmal die ganzen Quests in der Festung abgeben und dann wollte ich eigentlich wieder in die Wüste zurückkehren. Denn da gibt es auch noch einige Quests abzugeben und da werden wir, glaube ich, dann auch zum nächsten Questpunkt geschickt. Aber den möchte ich wirklich erst ansteuern, wenn wir ein bisschen mehr Platz im Questblock haben. Ihr wisst ja hier, die ganzen Quests machen mich teilweise wahnsinnig, auch wenn mir Ion natürlich trotzdem viel Spaß macht. Ich finde hier in Eltnen, wenn man in die Festung kommt, sind es einfach zu viele Quests. Ariel Luma. Das Essen geht auf mich, eine neue Quest. Als ich Wächter wurde, hatte ich einen sehr guten Freund, Zinas. Wir haben alles zusammen gemacht. Wachdienst, Freiwilligendienst, Doppelverabredungen, alles. Das waren noch Zeiten. Aber er wurde nach Algeiron versetzt und ich hierher. Versteht mich nicht falsch, dieser Posten ist großartig, aber ich vermisse es, Zeit mit Zinas zu verbringen. Klingt, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Ja, wir haben wirklich viel gelacht. Ihr habt nicht zufällig vor, in nächster Zeit nach Algeiron zu reisen? Ich weiß gar nicht, wo das ist, da müssen wir mal auf der Karte schauen. Falls doch, könntet ihr Zinas etwas ausrichten? Wenn er seinen gepanzerten Hintern für einen Abend in die Festung schwingen kann, lade ich ihn zum Essen ein. Alles klar? Werden wir ausrichten. Wunderbar, danke, Evane. Nicht jeder Deva wäre bereit,
einem anderen einen persönlichen Gefallen zu tun. Ich danke euch. Sagt Zinas einfach, er soll zur Festung kommen, wann immer er Zeit hat. Wenn er mich nicht findet, soll er Pallas fragen, wo ich bin. Er weiß immer, wo alle sind. Ich helfe gern. Ariels Licht bewahre euch. Danke euch auch. Das hier unten war ja eine Daily, genau, beziehungsweise nicht Daily, sondern eine wiederholbare Quest. Und oben in dem Raum, wo wir eben die andere Quest abgegeben haben, war ja auch noch eine Quest. Das war eine Instanzquest, deswegen habe ich die nicht angenommen. Irgendwann vielleicht mal. Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Hier sollten wir... Genau, die Fessfasern sammeln. Oh je, ich hatte euch gebeten, Fessfasern zu bringen, zu sammeln, richtig? Ich vergesse heutzutage so leicht etwas. Da habt ihr sie. Danke, ich kann dieses Material wirklich gut gebrauchen. Es eignet sich gut für Rüstungen. Kommt zu mir, wenn ihr eine Rüstung braucht. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nur das Beste bekommt. Noch eine? Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Juwelenschmuck für die Rüstung. Ihr mögt es für extravagant halten, Rüstung mit Edelsteinen zu besetzen. Aber Edelsteine dienen nicht nur zur Dekoration, sie verleihen auch besondere Kräfte. Aha. Sie blockieren physische Angriffe und können den Träger sogar vor Zaubern schützen. Und genau deshalb zieht eine erfahrene Zauberin mit Edelsteinen besetzte Rüstung vor. Was für Edelsteine? Viele verschiedene. Hier in der Gegend lassen sich Granat, Lapislazuli und Mondstein finden. Die selteneren Edelsteine lassen den Preis der Rüstung in die Höhe schnellen. Aber sie sind dennoch äußerst beliebt. Gerade heute haben die Wächter von Satalokas Gruft eine dringende Bestellung für mich mit Edelstein besetzten Rüstungen aufgegeben. Ich glaube, sie haben es so eilig, weil sie bald ausschwärmen werden. Es ist also Eile geboten, aber ich habe nicht genug Granatsteine und die sind der wichtigste Bestandteil. Würdet ihr mir helfen, Deva? Na, Logo. Oh, ich danke euch. Mir fehlen noch 5 Stücke Granat, um Rüstungen für die ganze Patrouille herstellen zu können. Beeilt euch, ich will sie nicht verpassen. Ich werde mich beeilen. Es war mir ein Vergnügen. Granat also, Granaterz. Da könnte ich mal oben schauen, ob ich das in meinem Account-Bankfach noch drin habe. Falls nicht, würde ich das dann noch sammeln, aber wahrscheinlich auch wieder ohne euch. Diese ganzen Sammelsachen mache ich ja immer nicht im Let's Play, sonst würde sich das so ziehen. Hier, das ist die Kleine, die uns auch nach Asmodee porten kann. Bei der machen wir dann die ganzen Spionsachen. Denke ich. Hier war doch irgendwo die Bank, genau hier. Für Elysia. Sieht aber nicht gut aus. Nope. Okay, gut, dann müssen wir das irgendwann anders machen. Hier unten war doch aber noch jemand, bei dem ich auch eine Quest abgeben musste. Genau, bei dem Hebrion. Mal schauen, was wir da sammeln mussten. Reines Gold. Ah, alles klar. Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Oh, Yvain, ich habe den ganzen Tag die Tür im Auge behalten, in der Hoffnung, dass ihr kommt. Ich habe die Bestellung soweit fertig und brauche jetzt nur noch das Golderz. Gold, richtig, sagen wir. Ja, sehr gut. Dieses Gold hier ist sehr viel besser als das, was dieser idiotische Shugo mir angedreht hat. Das ist wirklich gute Qualität. Wie kann ich euch nur danken? Ah, ich weiß. Während ihr da draußen das Gold beschafft habt, habe ich von dem Shugo-Geizhals mein Geld zurückbekommen. Hier, ihr habt es euch verdient. Da bekommen wir auch eine Bronzemünze. Okay. Nach höherem Streben ist mein Wahlspruch. Ich denke, jetzt sind wir... Ach, Moment mal. Schau... Zu Schau müssen wir noch zurück. Wo war der denn? Meine Herren. Eventuell in einem der vorderen Häuschen oder unten, muss ich mal schauen. Das waren Instanzquests, oder? Ja, genau. Instanzquests. Ja, hier sieht es doch gut aus. Der Schau, der war hier. Oder sie.
Ach, das war eine Dame. Ah, hoher Besuch. Yang, yang. Juwel von guter Qualität. Willkommen zurück. Ich habe schon auf euch gewartet, Deva. Ihr habt mir doch diese hübschen Edelsteine gebracht, das Aquamarinerz. Lasst schnell sehen. Hier, wie versprochen. Yang, ich wusste es. Eure Fähigkeiten sind außergewöhnlich, Deva. Oh, wie schön diese Edelsteine sind. Ab jetzt müssen alle Shukus euren Deva-Namen preisen. Na dann mal los. Aber gern geschehen. Kann ich euch etwas verkaufen? Danke, dass ihr mich beehrt habt. Yang, yang. Was für ein Stimmchen. Yang, yang. Okay, das sind die Instanzsachen und die von der Kleinen, die Spionsachen. Instanz, wunderbar. Dann haben wir hier alles abgegeben. Dann gehen wir jetzt wieder zu Novans Kreuzzug zurück. Da können wir eine Kampagnenquest abgeben und zwei normale Quests. Alles klar. Dann werfe ich nochmal einen Blick ins Questlog wahrscheinlich. Aber es hat sich doch ganz gut gelichtet jetzt. Da bin ich froh. Genau, bei dir müssen wir die Quests abgeben. Was wünscht ihr? Vielen Dank. Ah, da müssten wir die Meki umbringen. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge gemeinsam angefangen. Sie waren einst wunderschöne Geschöpfe, doch dann haben sie sich in etwas anderes verwandelt. Ihr habt das Richtige getan. Hier nehmt dies, Treue und Waffensoldat. Jetzt habe ich aus Versehen den Spieler angeklickt. Ja. Auch mit Elfenohren. Gefällt mir gut. Endes. Schick. Nun gut, solange nur das Endergebnis stimmt und die Arbeit getan ist, spielt es keine Rolle, wie ihr euer Ziel erreicht habt. Aha. Ich sehe das zwar etwas anders, aber okay. Glückwunsch, Yvain. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier habt ihr eure Belohnung. Ach, das erste war hier diese Relikt-Viecher umbringen und das war jetzt die Meki-Quest, alles klar. Aha. Ist eigentlich egal dann, was ich nehme. Ja, sprech doch. Sind wir hier jetzt fertig? Was ist das hier drüben? Ich stehe euch zu Diensten. Das sind, glaube ich, Instanzen auch, alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter und zwar in Richtung dieser Quest hier. Eine zufällig erhaltene Information, das ist ja eine Kampagnenquest und da ist noch der Feind in der Kaidan-Mine. Jetzt weiß ich nicht genau, ob diese Kaidan-Mine auch eine Instanz ist. Es ist so lange her, als ich hier gequestet habe. Ich habe ja Ion 2009 wirklich direkt angefangen, also in der ersten Woche, wo Ion hier in Deutschland rauskam, aber ich habe so lange Pausen gemacht, deswegen kenne ich die Quests hier ja teilweise nicht mehr und teilweise nicht mehr so gut. Hütet euch vor den Krallen. Hat euch vielleicht Malonimus geschickt? Ich hatte euch schon erwartet. Vor kurzem wurde es festgestellt, dass die Kaidan-Krall sich zusammenscharen und etwas planen. Es wurde bereits eine Operation durchgeführt, um zu untersuchen, was die Kaidan-Krall wollen. Mhm. Während der Untersuchung haben die Kaidan-Krall jedoch unseren Freund Kadugu gefangen genommen und in die Kaidan-Mine verschleppt. Wir fragen, wie wir helfen können. Wir müssen herausfinden, was die Krall im Schilde führen. Eliminiert die Kaidan-Wachtruppe und findet einen Beweis. Mhm. Die Tursin-Krall haben Gadugu am Leben gelassen. Wahrscheinlich wollen sie ihn auf ihre Seite ziehen. Weil wir keine sicheren Beweise dafür haben, können wir nicht so einfach Gegenmaßnahmen ergreifen. Yvain, bitte erledigt die Kaidan-Wachtruppe und untersucht, warum die Krall Gadugu verschleppt haben. Wenn ihr die Wachtruppe erledigt, werdet ihr sicherlich nützliche Spuren finden. Ich glaube, das ist so eine Art offene Instanz, wie da in Werteron, die wir auch noch nicht gemacht haben. Ich muss mir das mal ansehen dann. Da sage ich euch dann aber nochmal Bescheid. Hütet euch vor den Krallen.
Die Krall und Kobolde haben in der Kaidan-Mine Menschen angegriffen. Ich dachte, wir können für ihre Sicherheit garantieren. Da habe ich mich wohl geirrt. Das Sprichwort Angriff ist die beste Verteidigung trifft wohl zu. Wir müssen etwas unternehmen, um die Einwohner von Eldnen zu schützen. Zerstört man die Mine, fügt man auch dem Kaidan-Hauptquartier großen Schaden zu. Nur so können wir die Menschen vor Schaden bewahren und die Kaidan-Krall schwächen. Manche sagen das, ja. Wir müssen Mark Bangta bitten, mit uns zusammenzuarbeiten. Er hasst die Kaidan-Krall. Wir müssen ihm zeigen, dass wir dieselben Ziele verfolgen. In der Kaidan-Mine gibt es viele Mamaki, die den Kaidan-Krall gehorchen. Wenn wir sie erledigen, werden die Kobolde Angst bekommen. Beseitigt die Mamaki-Kämpfer und die Mamaki-Streiter in der Kaidan-Mine und nehmt ihnen ihre Waffen ab. Geht danach zu Gadugu und zeigt ihm die Waffen. Er ist Mabangtas Informant. Mabangta. Okay. Also, soweit ich mich erinnern kann, ist das auch so eine Art offene Instanz, wo man am besten mit einer Gruppe macht. Aber das würde ich sagen, gucke ich mir bis zur nächsten Folge dann mal an. Und dann sage ich euch nochmal Bescheid. Falls das für eine Gruppe ist, würden wir das irgendwann mal später machen, wenn wir eine höhere Stufe haben, dass ich das auch alleine machen kann. Und falls nicht, machen wir das natürlich ganz normal jetzt in einer der nächsten Folgen. Dann würde ich sagen, wir gehen hier oben hin, Hüter des Waldes. Das dürfte unser nächster Questpunkt sein. Da sollen wir nämlich mit Lodas sprechen. Hüter des Waldes. Diese Quest haben wir auch schon ganz schön lange. Jetzt will ich nur gerade mal schauen. Hüter des Waldes. Da sind wir bei der Kampagne. Das kommt mal weg. Wo ist denn die Hüter des Waldes Quest? Ach du meine Güte. Hier. Und die anderen mache ich auch mal aus der Leiste raus. Damit wir hier nicht den Überblick verlieren, was wirklich schwer fällt bei den ganzen Quests. So, genau hier hoch wollen wir. Da kann ich mich anscheinend leider nirgendwo hin teleportieren. Deswegen müssen wir da durch die karge Wüstenlandschaft laufen. Ist ja nicht so schön anzusehen, die Gegend hier, muss man ja leider sagen. Da gefällt mir so das Gebiet rund um den Manduri-Wald, wo wir davor gequestet haben, schon eher. Da ist es wenigstens schön grün, aber hier... Na, immerhin sind ein paar süße Tiere hier. Wobei wir die ja leider auch umbringen mussten hier, zumindest mal diese christliche. Auch in einer der letzten Folgen. Genau, Ruberein, Ödland sind wir hier. Ich bin übrigens, weil ich da schon drauf angesprochen wurde, extra auf dem Anfängerserver, weil ich mal gelesen habe, dass man hier weniger EP bekommt. Dafür kann man aber nicht angegriffen werden von den Asmodian. Ist schon eine ganze Weile her, seit ich das gelesen habe. Ich denke aber, dass das noch den Tatsachen entspricht. Und ich level ja viel zu schnell. Also mich ärgert das immer, weil ich dann nicht mehr alle Quests angezeigt bekomme. Und aus den beiden Gründen heraus bin ich auf den Anfängerserver wieder zurückgegangen. Hab vom Hauptserver wieder hier runter gewechselt. Also das ist pure Absicht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Koa. Och, Baby Wag. Was seid ihr denn? Ah, ihr seid so kleine wolfartige Tiere, gell? Ah, ich fürchte, die muss man später auch noch umbringen. Ich habe da so irgendwas in Erinnerung noch, dass man Wag umbringen muss. Sehr niedlich. Och, die sind ja auch ganz klein, die großen Wags. Oh. Na gut. Ich hatte übrigens vor, ist das jetzt schon wieder wirklich 2 Wochen her, hatte ich mal wieder so richtig viel Lust, Privat-Ion zu spielen. Und ja, mein alter Hauptcharakter ist ja eine Beschwörerin. Aber irgendwie hatte ich da nicht so wirklich Lust drauf. Deswegen habe ich mir jetzt einen männlichen Schützen dann auch erstellt. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, ich spiele privat seit Ende letzten Jahres wirklich nur noch männliche Charaktere. Das kam durch Sims 4 zustande, weil ich da gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, Männer zu spielen. Dass es mir viel mehr Spaß macht, Männer zu spielen als weibliche Charaktere. Das hätte ich mir früher auch nie denken können. Normalerweise habe ich ja früher immer weibliche Charaktere gespielt, die mir auch möglichst ähnlich sehen, damit ich mich damit gut identifizieren kann, aber...
So ändern sich die Zeiten. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier in Ion auch einen männlichen Schützen. Der ist, glaube ich, jetzt Stufe 25. Aber mit dem Guten habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, ich glaube, 2 Wochen sind es jetzt her, nicht weiterspielen können, weil mir einfach die Zeit fehlt. Das ist fürchterlich. Aber wen wundert's bei den ganzen tollen Spielen. So, Lodas haben wir hier. Unsere Art ist bedroht. Hüter des Waldes. Ah, der hat auch 3 neue Quests für uns. Willkommen, Freundin der Elim. Oh, also werde ich so gerne genannt. Ich mag diese Elim, diese Baumrasse ja so gerne. Wer dem Wald hilft, hilft auch dem Elim. Was kann ich für euch tun? Ihr überreicht den sauberen Kerubian-Eimer. Wir hatten ja für seine Kollegen im Manduri-Wald gequestet und uns da um diese Kerubian gekümmert, die wohl auch dem Wald geschadet haben. Demro hat euch hierher gesandt. Habt Dank, kleine Deva. Ich habe die anderen Elim in den Fäulnissumpf geschickt, aber ich selbst habe diesen Ort nicht verlassen, weil ich ihn beschützen werde. Das ist meine Pflicht als König des Waldes. Ich bleibe hier und wenn es sein muss, verschwinde ich zusammen mit dem Wald. Der König des Waldes darf seinen Wald nicht aufgeben. Oh, so ein edler. So ein edles Wesen. Unsere Art ist bedroht. Könnt ihr noch sehen, was einst war, Deva? Ja, hier war wohl alles mal grün gewesen. Ja, alles kaputt gegangen. Sagt, Deva, sind euch die Kuris aufgefallen? Sie sind neu hier. Kaum waren sie aufgetaucht, starben auch schon die ersten Elim und Bäume. Das ist merkwürdig, sagen wir. Ja, und sie graben die Wurzeln von Fes und Umblio aus. Diese Pflanzen könnten für immer verschwinden. Aber Eltern braucht doch seine Ressourcen. Es freut mich, dass ihr meinen Grund zur Besorgnis versteht. Wir können das nicht länger zulassen. Die kleinen Pflanzen halten das Wasser und sie spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Erosion. Sie zu schützen ist ein Teil unseres Kampfes zur Wiederbelebung des Landes. Könnt ihr bitte die Ödland-Kuris jagen? Ja, machen wir gerne. Vielen Dank, dass ihr das Land schützt, Deva. Ihr werdet für diesen Dienst belohnt werden. Geht nun, jagt die Ödland-Kuris und rettet unsere kleinen Pflanzen. Kehrt dann zu mir zurück, um mir von eurem Erfolg zu berichten. Bei Ariels Licht, das werde ich. Gutes Wetter aller Zeit. Unsere Art ist bedroht. Ein Fest für Fomona. Die Bäume sind jetzt alle fort, doch ich bin noch hier, ein Herrscher ohne Land. Das verdanke ich alles Fomona. Wieso? Sie hat mir Wasser vom Quell geschickt, als ich nicht mehr weiter konnte. Ich habe gehört, sie sei jetzt krank und ich würde mich gerne revanchieren. Basiliskenflossen, Kurisfüße. Gutes Essen, oder? Ich glaube schon. Ich habe sie noch nicht probiert, sagen wir. Ihr als Deva könntet mir helfen. Könnt ihr auf die Jagd gehen und mir das Essen besorgen und es zu Fomona bringen? Der Freundin der Elim? Machen wir. Die Flossen der Sprengler-Basilisken, die Füße der Draufgänger-Kuris. Jagt sie in der Iron-Wüste, wo ich einst herrschte. Ich komme bald wieder zurück. Gutes Wetter aller Zeit. Unsere Art ist bedroht. Die 3 Kuris-Brüder. Der Ironwald ist verschwunden. Nur noch Büsche und Sträucher, wo er einst stand. Und auch die werden bald fort sein. Wer ist schuld daran, nobler Elim, fragen wir. Die Kuris-Brüder, rohe Unholde. Sie reißen Blätter ab, stürzen Bäume um, spalten die Rinde. Könnt ihr sie aufhalten, damit der Wald nicht für immer stirbt? Ah, da bekommen wir sogar einen Titel, Ritter des Ironwaldes. Die Kuris-Brüder heißen Athos, der Fettwanst, Porthos, der Fiesling und Aramis, der Flinke. Alle 3 durchstreifen diese Gegend, ihr müsst geduldig sein. Ja, ich meine, die musste man ein wenig suchen. Ich werde mich in der legendären Geduld der Elim üben. Gutes Wetter aller Zeit. Ja, jetzt haben wir hier den kompletten Bereich wieder markiert mit Quests. Dann würde ich sagen, wir machen das so wie immer. Wir machen ein paar Beispielmobs zusammen.
ein paar Beispielmobs zusammen und den Rest werde ich dann ohne euch fertig machen und zur Questabgabe seid ihr dann wieder mit dabei. Da zum Beispiel Kurisjagd, aber da ist schon eine andere Spielerin mir zuvor gekommen. Hier ist überhaupt recht viel los, das bestimmt, weil das der Anfängerserver ist. Aber hier vorne sind noch ganz viele Kuris. Die sehen so ein bisschen schweinchenmäßig aus, oder? Ich kann die gar nicht so richtig einordnen. Vielleicht, wenn sie näher rankommen. Ja, doch, sind so Schweine. Dämonenartige Schweine. Kiau, hat der Krestlich eben da hinter mir gepiepst. Kiau, keine Angst, ich tu dir nichts. Rotkehlenkrestlich. Gut. Von denen brauche ich jetzt noch 9 Stück. Dann ja die 3 Bosse und Basilisken und Kuris Füße, aber von den Draufgänger Kuris, da hatte ich doch vorhin genau auch welche gesehen. Die sind hier oben. Sind die was besonders? Ach, guck mal, da ist der Athos. Jetzt warte ich aber gerade mal. Oh, da kommen gerade ganz viele an. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das in Ion war, wenn man gemeinsam auf einen Mob geht, ob dann beide das Getroppte looten können. Nö, kann man nicht. Dann halte ich mich hier etwas zurück. Hier ist auf jeden Fall der Fettwanst. Ob der schwer ist? Ja, sieht schon so aus. Ist jetzt die Frage, ob man den hier zusammen machen kann. Die anderen Spielerinnen brauchen den bestimmt auch noch. Naja, kümmere ich mich erstmal um den Kleinen hier oben. Um den Draufgänger. Die greifen den aber anscheinend nicht an, den Fettwanst. Vielleicht brauchen die den auch gar nicht. Oder sie machen erst die kleinen Mobs außenrum, das kann natürlich auch sein. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie stark du bist, ob ich da eine Chance gegen dich habe. So, mal sehen, ob die jetzt mit angreifen oder nicht. Wie schaut's aus? Sieht nicht so aus. Tja, dann würde ich sagen, versuchen wir das mal alleine. Ich warte hier nur gerade, bis mein Festnageln wieder fertig ist. Zügelung heißt das genau. So. Ach, das ist ja überhaupt kein Problem. Gut. Der liegt schnell. Gut, dann haben wir den ersten ja schon gefunden, den Athos. Hier drüben sind noch überall diese Draufgänger. Einen Basilisken haben wir noch nicht gesehen. Wo sind die denn? Die fehlen uns ja dann noch. Sprenkelbasilisken, alles klar, in diese Richtung. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich muss übrigens sagen, dass mir Schütze, ich glaube, sogar besser gefällt als Magier. Also das macht richtig viel Spaß, bis jetzt den zu spielen. Ich hatte ja schon mal eine Schützin getestet vor ja, gut anderthalb Jahren oder einem Jahr. Aber die existiert mittlerweile nicht mehr, weil ich eben nochmal komplett von vorne anfangen wollte. Und ich muss sagen, wie gesagt, macht mir richtig viel Spaß. Da kann man sich ja dann auch entscheiden, ob man mit so einem Gefährt, kann man das so nennen, mit so einem Robotergefährt kämpfen möchte oder eben so. Ganz normal. Und ich habe mich gegen das Gefährt entschieden, weil ich das doch gerne mag, wenn ich selber Schaden mache und das nicht irgendwie über... Ich denke mal, dass dann dieses Gefährt den Hauptschaden macht und dass man diesem Gefährt dann immer Befehle geben muss. Aber keine Ahnung, habe ich noch nicht getestet, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Ich bin da ganz zufrieden mit meinem normalen Schützen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Alles klar, eine Flosse. Da oben sind dann noch weitere. Hier ist noch eine Patrouille, aber die ist ja von uns. Ich sehe nur gerade hier oben, das ist, glaube ich, auch eine Instanz. Und da müssen wir ja noch eine Quest abgeben. Ist das hier noch arg weit? Huch, oh, die haben mich jetzt ein bisschen hier überrascht. Die sind ja riesig groß, ja, heißen auch Riesenkuris. Oh, wie das hier aussieht. Das ist ein riesengroßer Drachenkopf.
Nicht sehr schön, dieses Gebiet, muss man ja schon sagen. Drachenschädel, ohoho. Den kann ich mit dem was machen. Also ich weiß, man bekommt hier noch Quests. Vielleicht sollte ich dann mal abwarten. Drachenfußknochen, ja, da bekommen wir bestimmt Quests für. Diese Sachen da zu looten. Da sind so komische andere Drachen. Unheimliches Gebiet. Aber ich würde ganz gerne schon die Quest hier wenigstens noch abgeben. Ob ich die Quests, die man dann dort bekommt, direkt dann annehmen werde, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde dann erstmal hier von dem Elimkönig die Quests fertig machen. Bis zur nächsten Folge. Mhm. Sieht ja schick aus hier. Dieses Leuchten. Ah, da vorne, ja. Da bekommen wir auch andere Quests. Und Kampagne kann man hier auch abgeben. Dann machen wir das die Folge noch. Ariel Luma. Delegierter des Alabasterordens. Ich hatte Diomedes gebeten, eine hervorragende Deva zu schicken und nun seid ihr hier, Evain. Bei eurem Erscheinen veränderte sich der Ätherfluss. Ihr scheint also wirklich über ungewöhnliche Fähigkeiten zu verfügen. Auch von eurem Herzen breiten sich ungewöhnliche Wellen aus. Aha. Ihr scheint mir insgesamt sehr ungewöhnlich zu sein. Ah, das nehme ich als Kompliment. Erzählt mir bitte, wann ihr aufgestiegen seid und was ihr vorher gemacht habt. Wir sagen, dass wir uns nicht mehr an unsere Vergangenheit erinnern können. Das stimmt ja auch. Ihr könnt euch nicht an eure Vergangenheit erinnern? Diese Antwort hat mein Interesse an euch. Evain noch um ein weiteres erhöht. Außerdem fühle ich mich euch sehr vertraut, Evain. Allein der Anblick der Energie um euch herum sagt mir, dass wir durch das Schicksal miteinander verbunden sind. Aha. Aber da es bei unserem nächsten Wiedersehen sicher wieder gefährlich wird, möchte ich nun eure Fähigkeiten testen. Deva, seht ihr die Acheron-Draken dort? Diese angriffslustigen Kreaturen sind gefährlich. Erledigt sie und kommt dann zurück. An dieser Aufgabe werde ich euer Können messen. Nette Tierchen. Bitte erledigt die dort vorne herumlaufenden Acheron-Draken. Sie sind noch grässlicher, als sie aussehen. Ich werde beobachten, wie ihr sie erledigt und darin eure Fähigkeiten beurteilen. Nun, die Jagd kann also beginnen. 6 Stück. Seid gegrüßt. Ach, der hat ja noch mehr Quests hier, sehe ich gerade. 2 und er hat ja auch noch eine. Ah, dann geben wir die hier auf jeden Fall ab. Durstlöscher. Was führt euch zu Satalokas Gruft, Deva? Die meisten haben zu große Angst vor den Acheron-Draken, um sich in diese Gegend zu wagen. Sucht ihr etwa nach mir? In der Tat, ich habe dies. Macharon hat das geschickt? Ach, wie aufmerksam. Er hat eine Zeit lang bei mir studiert und seither behandelt er mich wie seinen Meister. Na, ist doch schön. Evain, danke, dass ihr mir das gebracht habt. Ich stehe in eurer und Macharons Schuld. Gerne, gerne. Alles klar. Dann würde ich sagen, diese Quests hier nehmen wir in der nächsten Folge an. Oder? Ja, doch, die nehmen wir in der nächsten Folge an. Und ich mache dann, wie gesagt, noch die anderen Quests von dem Elimkönig soweit fertig. Und ihr seid dann bei der Abgabe wieder mit dabei. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Macht's gut!